In diesem Video möchte ich dir ein neues Konzept in der Physik vorstellen und das nennt sich das Momentum. Das Momentum. Und ich fange jetzt erstmal vielleicht ein bisschen technisch an und auch wenn du dich vielleicht fragst, okay, was machst du da gerade? Ganz ruhig, ich denke, wenn ich dir danach die ganzen Zusammenhänge gezeigt habe und wir danach noch zwei Beispiele gerechnet haben, dann wird dir mit Sicherheit klar, was ich damit meine. Aber wie gesagt, wir fangen jetzt erstmal ein bisschen technischer an als sonst. Das Momentum kriegt den Buchstaben groß P. Okay, soweit so gut erstmal und es ist eine Vektorgröße. Und wir berechnen P, also das Momentum, indem wir die Masse eines Objekts mit seiner Geschwindigkeit multiplizieren. Okay, sieht erstmal ein bisschen komisch aus. Die Einheiten sind dann ja mit Sicherheit auch komisch. Das ist ja dann Kilogramm mal Meter durch Sekunde. Okay, lassen wir erstmal so stehen. Wir gucken uns erstmal an, wie sich dieses Momentum, was auch immer das ist, verhält zur Kraft. Die Kraft kennen wir ja schon, also wollen wir ja wissen, ob die beiden irgendwas miteinander zu tun haben. Und wir werden gleich sehen, das haben sie auf jeden Fall. Wir wissen ja, dass sich die Kraft berechnen lässt aus Masse mal Beschleunigung. Und wir wissen auch, dass die Beschleunigung eine Beschreibung ist für die Veränderung von Geschwindigkeit in einer gewissen Zeit. Also Delta V durch Delta T. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich die Masse nicht ändert, was ja im Normalfall auch nicht der Fall ist, dann sagt der folgende Ausdruck genau das gleiche aus wie hier oben. Und zwar kann ich das M einfach so mit dem V verknüpfen und dann durch Delta T teilen. Richtig? Weil M verändert sich jetzt sowieso nicht, also ist M einfach nur ein Skalar, also können wir das auch einfach mit in die Klammer reinschreiben. Und jetzt haben wir hier oben nämlich M mal V stehen und M mal V haben wir hier oben als P definiert. Das heißt, die Kraft, ich schreibe es mir nochmal einmal davor, dass wir hier eine schöne Formel stehen haben, ist also das gleiche wie die Veränderung des Momentums in einer gewissen Zeit. Des Moment, ups, das ist ein kleines P geworden, aber wir wollen ja ein großes P haben. Die Veränderung des Momentums in einer gewissen Zeit. In einer gewissen Zeit. Okay, soweit, so gut. Jetzt kommen wir erstmal noch zu einem weiteren Konzept. Und ich denke, dann wird das vielleicht schon ein bisschen klarer. Und zwar das andere Konzept, das ich meine, das nennt man den Impuls. Impuls. Und ich denke mal, unter Impuls kann man sich schon ein bisschen was vorstellen. Also du kannst auch, man kann sich vielleicht auch einfach einen Schwung vorstellen zum Beispiel. Schwung, das passt auch. Und der Impuls ist definiert als Kraft in einer gewissen Zeit. Oder Kraft mal Zeit, müssen wir besser sagen. Das trifft die Sache eher. Wenn wir uns jetzt angucken, wie wir Kraft definiert haben, dann ist die Kraft ja das gleiche wie die Änderung des Impulses, des Momentums, geteilt durch die Zeit, mal die Zeit. Das heißt, der Impuls ist nichts anderes als die Veränderung des Momentums. Wenn du dir jetzt vorstellen kannst, was, oder wenn du dir ungefähr vorstellen kannst, was ein Impuls ist, dann ist Momentum also wirklich nur der Impuls an einer ganz bestimmten Sekunde sozusagen. Das hier ist die Veränderung vom Impuls, vom Momentum, und das hier oben ist das Momentum an sich. Aber falls ich dich jetzt zu sehr verwirrt habe, gucken wir uns lieber noch zwei Beispiele an. Also, vielleicht einmal, das hier hast du ja bestimmt schon mal gesehen. Dieses ganze Objekt hier macht ja einfach nur Folgendes. Diese Kugel hier wird sich gleich hier runter bewegen. Das sieht man, glaube ich, nicht. Ich nehme dann eine Farbe, nehmen wir Rot. Die Kugel wird sich jetzt hierhin bewegen und gegen diese Kugel prallen. Und dabei wird die Kugel hier einfach da stehen bleiben. Und was dann passiert, ist, dass diese Kugel hier hinten sich wieder abstößt. Obwohl die beiden Kugeln an sich ja nichts miteinander zu tun haben. Und das liegt am Impulserhaltungssatz. Am Impulserhaltungssatz. Impulserhaltungssatz. Und der besagt nämlich, dass sich in einem System, und hier ist unser System halt die ganzen Kugeln, die genau genommen mit den ganzen Schnüren drumherum, dass der Impuls, der einmal in diesem System drin ist, sich nicht ändert, wenn nicht von außerhalb noch eine andere Kraft hinzukommt oder irgendwie eine Kraft abzieht sozusagen. Das heißt, diese Kugel hier hat einen bestimmten Impuls. Und wenn die hier gegenfliegt, gegen diese Kugel, dann verliert sie alle Geschwindigkeit. Damit ist der Impuls auch null. Aber das System insgesamt muss den gleichen Impuls behalten. Und genau deswegen wird diese Kugel hier hinten, bekommt die dann sozusagen die Geschwindigkeit von der Kugel hier vorne mit und wird dann nach oben gedrückt.
Das nennt man, oder das passiert einfach nur, weil es diesen Impulserhaltungssatz gibt, oder andersrum, der Impulserhaltungssatz beschreibt einfach nur genau das, was in diesem System hier passiert. Und wie gesagt, das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das haben die meisten ja, denke ich, schon mal gesehen. Aber wir können auch noch ein Beispiel nehmen, und zwar ein Rechenbeispiel, das vielleicht die Sache noch ein bisschen klarer macht. Also stellen wir uns doch mal vor, wir haben hier ein Auto. So. Ah, das wird ein Retro-Auto. Das ist nicht mehr das Neueste. Und hier ist ein Reifen. Und hier ist ein Reifen. Und sagen wir mal, das Auto wiegt eine Tonne. Also 1000 Kilogramm. Und es bewegt sich. Grün für die Bewegung. Und es bewegt sich mit 9 Metern pro Sekunde. Und zwar in die Richtung, in die auch der Pfeil zeigt. Also nennen wir es mal nach rechts. Nach rechts. Allerdings hat das Auto gleich ein kleines Problem, weil auf der Seite hier steht noch ein LKW. Das ist der LKW. Und der hat natürlich auch noch Räder. So. Und der steht. Der hat also keine Bewegung. 0 Meter pro Sekunde. Und sagen wir mal, der wiegt das Doppelte. Der wiegt 2000 Kilogramm. So, die Frage ist jetzt, was passiert, wenn das Auto jetzt hier hinten gegenprallt, gegen unseren stehenden LKW. Ich denke mal, die Intuition sagt einem schon, okay, die werden wahrscheinlich beide zusammen weiterrollen mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und die Frage ist halt, wie groß ist diese Geschwindigkeit und ist das Auto wirklich schnell genug, um wirklich beide zusammen dann zu bewegen? Also wir gehen davon aus, dass wenn die beiden zusammengestoßen sind, dann ergeben sie sozusagen ein Objekt, ein Auto-LKW-Objekt sozusagen. Und das würde ja dann ungefähr so aussehen, wir haben dann immer noch den LKW. Dem ist ja nichts passiert, der ist ja schwer genug gewesen. Hier unten sind die Räder dran. Und hinten dran klebt ihm dann halt, da müssen wir ein bisschen eingebeult machen, hinten dran klebt dann halt so ein kleines Auto dran, das gerade gegen ihn gegengefahren ist. Und das zusammen wird dann aber ein Objekt sein. Also, die Frage ist jetzt, wie können wir rauskriegen, was danach passiert? Wenn wir das ganze System oder die ganzen beiden Autos hier jetzt als ein System auffassen, dann können wir ja ausrechnen, welchen Impuls dieses ganze System hier hat und wissen dann, dass der Impuls danach genauso groß sein muss, weil von außerhalb ja keine Kraft auf die beiden einwirkt. Es geht ja nur um die Geschwindigkeit von hier und in Anführungsstrichen die Geschwindigkeit von hier oder den Impuls von hier und den Impuls von diesem Objekt hier. Und da von außen keine Kraft reinkommt, muss der Impuls gleich bleiben. Also gucken wir doch mal, wie groß der Impuls auf der linken Seite hier ist. Impuls haben wir gesagt, ist Masse mal Geschwindigkeit. Die Masse in dem Objekt hier haben wir mit 1000 Kilogramm festgesetzt, 1000 Kilogramm mal seine Geschwindigkeit, mal seine Geschwindigkeit. Und darauf addieren wir noch den Impuls von diesem Auto hier. Also 2000 Kilogramm mal 0 Meter pro Sekunde. Das wird also 0 sein. Also ich schreibe dir vielleicht nochmal genau drunter, was wir machen. Der Gesamtimpuls besteht ja aus dem Impuls von dem Auto, also ich nenne es mal PA, Impuls vom Auto, plus den Impuls vom LKW, plus der Impuls vom LKW. Das heißt, es ist das gleiche wie, Impuls haben wir ja gesagt, ist Masse mal Beschleunigung, also Masse vom Auto mal Geschwindigkeit vom Auto, plus Masse vom LKW mal Geschwindigkeit vom LKW. Geschwindigkeit vom LKW. Und das ist genau das, was ich jetzt hier gemacht habe. Also das ist jeweils das. Und die beiden gehören zu dem hier vorne von dem Auto. Und wenn wir das jetzt ausrechnen hier oben, dann ist das ja 1000 mal 9 plus 2000 mal 0 ist 0, also 9000 plus 0. Das heißt, der Gesamtimpuls ist 9000 Kilogramm Meter pro Sekunde. Kilogramm mal Meter durch Sekunde. Okay, soweit so gut. Jetzt gucken wir uns das gleiche System nochmal an, aber es wurde ja minimal verändert. Die sind ja beide aufeinander getroffen. Jetzt haben wir also nur noch ein Objekt hier oben. Und wir haben das Objekt ja genannt, das ist ein Auto-LKW sozusagen. Und jetzt können wir ja gucken, wie groß ist denn die Masse von diesem neuen Objekt? Ich denke, das ist recht einleuchtend. Das ist natürlich die Masse von dem LKW und die Masse von dem Auto zusammen. Das heißt, die Masse neu, Masse n, also mn, Masse neu, ist also 1000 plus 2000 Kilogramm, sind also 3000 Kilogramm. So, jetzt hatten wir ja schon gesagt, dass der Impuls
in der neuen Situation, also ich nenne es mal PN, genauso groß ist wie der Impuls gesamt, weil sich der ja nicht ändert. Also das hier war ja die Situation vorher. Genauso groß wie der Gesamtimpuls. Hier ist der Impuls 9000 Kilogramm, also ist er hier auch noch 9000 Kilogramm mal Meter durch Sekunde. Also ist der hier auch noch 9000 Kilogramm Meter durch Sekunde. Und den Impuls von dem System hier können wir ja berechnen, indem wir wieder das gleiche machen wie hier oben auch. Wir nehmen die Masse des neuen Objekts, also Mn, sind 3000 Kilogramm. 3000 Kilogramm. Und das multiplizieren wir mit der Geschwindigkeit, die das neue System dann haben wird. Also nehmen wir dafür Orange mal die neue Geschwindigkeit. Ich nenne es mal Vn. Und jetzt sehen wir schon, wenn wir einfach jetzt durch 3000 teilen, dann kriegen wir raus, dass die neue Geschwindigkeit exakt 3 Meter pro Sekunde ist. 3 Meter pro Sekunde. Und das macht ja auch Sinn. Wir haben jetzt also ausgerechnet, dass die Geschwindigkeit nach dem Crash wesentlich kleiner ist, als das Auto vorher schnell war. Und wie gesagt, ich denke, das ist ja auch ganz logisch, wenn das Auto hier hinten rauf fährt, dann sind die beiden zusammen danach natürlich wesentlich langsamer, weil die 9 Meter pro Sekunde müssen ja jetzt auch noch diese 2000 Kilogramm hier auch noch mitbewegen. Naja, belassen wir es erstmal dabei. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick darin geben, was denn Impuls und Momentum sind und natürlich vor allem auch, was der Impulserhaltungssatz ist und vor allem auch, wie er funktioniert. Bis dann!